auf einen Reisebus reagiert. Bei mehreren Razzien wurden nach eigenen Angaben 40 mutmaßliche Terroristen getötet. Sie sollen eine Serie von Anschlägen geplant haben. Bei dem Attentat gestern starben 3 vietnamesische Touristen und 1 Ägypter. Sie waren mit dem Bus unterwegs nahe der beliebten Pyramiden von Gizeh. Der Bombenanschlag ist ein neuer Rückschlag für den Tourismus in Ägypten. Aus Kairo berichtet Roland Strumpf. Nach Hannover. Dort ist nach einem Sicherheitsvorfall auf dem Flughafen der Betrieb eingestellt worden. Ein Auto hatte gegen 15.40 Uhr eine Schranke durchbrochen, berichtet die Polizei. Fabian Köhler ist für uns vor Ort. Was wissen Sie über den Vorfall? Danke für die ersten Informationen aus Hannover. Fabian Köhler war das. Nach Syrien. Der angekündigte Abzug der Amerikaner verändert das Machtgefüge in dem Bürgerkriegsland. Russland und die Türkei haben heute angekündigt, in Syrien künftig gemeinsam den Terror auszulöschen. Dabei stehen die beiden in dem Konflikt eigentlich auf unterschiedlichen Seiten. Russland unterstützt den syrischen Machthaber Assad. Dessen Truppen sollen mittlerweile aber den Kurden helfen, die von der Türkei bedroht werden. Anne Brühl berichtet. In der Flüchtlingspolitik hat sich die Europäische Union 2018 weiter abgeschottet und entschieden, abgelehnte Asylbewerber sollen schneller zurückgeschickt werden. Die Grenzschutztruppe Frontex wird aufgestockt. Die Zahl der Flüchtlinge, die über das Mittelmeer kommen, ist massiv zurückgegangen. Inzwischen sind es sogar weniger als vor der Flüchtlingskrise 2015. Trotzdem spielen sich auf dem Meer täglich Dramen ab. Shakuntala Banerjee. Am 1. Januar übernimmt Rumänien erstmals die EU-Ratspräsidentschaft. Doch Kommissionschef Juncker zweifelt, ob das Land dafür geeignet ist. Dazu brauche es die Bereitschaft, anderen zuzuhören und eigene Anliegen hinten anzustellen, sagte Juncker der Welt am Sonntag. Bukarest steht immer wieder wegen mangelnder Rechtsstaatlichkeit und mangelnder Korruptionsbekämpfung in der Kritik. Die beiden Vizepräsidenten des Bundestags, Claudia Roth und Wolfgang Kubicki, beklagen, dass die AfD die Umgangsformen im Bundestag radikal verändert habe. Wir erleben eine Entgrenzung von Sprache und den Versuch der Umdeutung von Geschichte, so die grünen Politikerin in der Rheinischen Post. FDP-Mann Kubicki warnte aber zugleich vor Ausgrenzung. Die Radikalisierung der AfD habe auch damit zu tun, dass ihre Mitglieder wie Außenseiter behandelt würden. Ein Thema, das vielen unter den Nägeln brennt, ist die Pflege. Die Bundesregierung will den herrschenden Notstand mit ihrer Pflegereform beheben. Das heißt aber eben auch, zum kommenden Jahr wird es teurer. Dorte Färber hat die Details. Nicht nur in der Pflege bringt der Jahreswechsel Veränderungen. Einen detaillierten. Und jetzt noch was fürs Auge und fürs Ohr. Die Fledermaus von Johann Strauss. In der Semperoper in Dresden beim traditionellen Konzert vor Silvester. Morgen Abend komplett zu sehen im ZDF. Heute hier schon ein kleiner Vorgeschmack mit Startenor Jonas Kaufmann und Schauspieler Sky Dumont. Unser Reporter Stefan Kelch war bei der Generalprobe. Ja, die 30, das waren noch Zeiten, ne? Ja. Ja, ist doch ganz knapp vorbei bei dir erst. Die Wetteraussichten. Ein bisschen Schnee, etwas mehr Regen, dazu nachts glatt. Die Details hat gleich Katja Hornefer. Das Heute-Journal um 11:15 mit Klaus Kleber. Wir danken für Ihr Interesse. Haben Sie noch einen schönen Abend und bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.